Ja, hallo zu dem Teil der Reihe. Wir kümmern uns heute um das Thema Greenscreen, wie man offensichtlich sieht. Ich möchte euch zeigen, wie wir mit OBS einen Greenscreen einrichten und was wir damit für Spaß haben können, weil es macht unglaublich viel Spaß. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht zu sehr euphorisch durch die Gegend hüpfe, aber es macht richtig viel Spaß. Wir legen erstmal los. Ich möchte erstmal eine Präsentation zeigen, deswegen teile ich meinen Bildschirm. So, ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema Greenscreen erstellen mit OBS Studio. Wieder mal ein kleiner Überblick, warum eigentlich OBS Studio? Es ist allgemein Open Source, das heißt, wir können es das kostenfrei runterladen. Es ist plattformunabhängig, das heißt, wir kriegen das Ganze für Windows-Systeme, für Macintosh und für Linux. Der Funktionsumfang ist hier und da ein bisschen abweichend, aber so prinzipiell sind die Funktionen auch da. Und wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, deswegen ich werde auch heute einige wenige davon zeigen, sodass wir uns einen Greenscreen einrichten können. Darüber hinaus haben wir unglaublich viele Möglichkeiten, damit rumzuspaßen. Tobt euch damit aus, es macht unglaublich viel Spaß, aber es kostet auch eine Menge Zeit. Allgemein, was machen wir im Greenscreen? Wir möchten heute in OBS Studio einen sogenannten Filter einrichten, nämlich einen Chroma Key Filter. Wir möchten dafür einen einfarbigen Hintergrund verwenden, in dem Fall eben ein Green Screen. Wir könnten aber auch einen Blue Screen nehmen oder ein Neon Screen. Hauptsache, es ist eine Farbe. Und das Ziel in dem Fall ist natürlich erstmal einen transparenten Hintergrund zu schaffen, sodass wir eben sozusagen das, was in der Kamera vorne ist, irgendwie außerhalb dieses Green Screens eingebaut werden können mit einem transparenten Hintergrund. Das zeige ich euch, wie das funktioniert. Erstmal, ihr habt den Greenscreen schon gesehen hinter mir. Der hängt dort. Das ist wirklich einfach nur Stoff. Den haben wir in diesem tollen Versandhaus gekauft, so von A bis Z. Prinzipiell könnte man auch in einem schwedischen Möbelhaus gucken. Da gibt es nämlich auch Stoff. Man könnte anderweitig Stoff besorgen. Wir haben in dem Fall einen Baumwollstoff, einen relativ dicken genommen, 2x3 Meter. Das reicht hier komplett aus. Wenn man mehr kann und mehr möchte, kann man das gerne tun. Wir sehen hier in meinem Video schon, dass hier so Ränder rausragen und ich wohne halt in diesem Raum. Das heißt, es wäre sehr ungünstig für mich, die gesamte Wand grün zu streichen, weil ich auch bloß zur Miete wohne. Das würde dem Vermieter bestimmt sehr gefallen. Das heißt, ich möchte hier was aufhängen. Ich möchte es nicht an die Wand kleben. Ich möchte die Wand bemalen. Das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, wie machen wir das Ganze überhaupt? Ich habe dazu im Baumarkt geguckt. Unten das Holz waren Reste, dazu eben so eine Laubzwinge und obendrauf einen umgedrehten Möbelbeinhalter, keine Ahnung, so ein Dings, das ist oben noch ein Plastiklüpsel eigentlich drin, den habe ich rausgedrückt und oben in der Mitte einfach eine Holzstange reingesteckt. Und auf dieser Holzstange obendrauf mit zwei Laubzwingen hängt dann quasi obendrauf der Greenscreen fest. Das eine vorne, das eine hinten, das reicht mir komplett. Ich habe halt ein Regal dafür im Hintergrund. Prinzipiell gibt es von bis, also das war jetzt sozusagen die einfachste Lösung. Der Stoff kam um die 30, 35 Euro. Die Halterung selber so pro Stück 2,50 Euro. Also im Prinzip vergleichsweise günstiger Variante. Es gibt Greenscreens zum Aufbauen mit festen Halterungen, die ruckzuck montiert sind, ruckzuck wieder abgebaut sind. Die kosten dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt sehr billige Greenscreens, die leider genau das sind billig, das heißt, die funktionieren nicht gut. Ist aber immer eine Frage der Ausleuchtung. Ihr könnt euch da ein bisschen austoben. Legen wir mal los, weil das macht am meisten Spaß. Da wir einen Greenscreen einrichten wollen und dafür meine Kamera brauchen, muss ich jetzt leider erstmal mein Kamerabild abschalten. Sonst wird das Ganze nicht so gut funktionieren. Das heißt, erstmal muss ich wieder in den Präsentation rein, Quatsch, in die Präsentation. Den hier, ich beende mal mein Video und tschüss, bis gleich. Und wir machen mal OBS auf. Ich habe im Prinzip ein nacktes OBS, das heißt, wir haben erstmal Desktop Audio ausgeschalten, Mikrofone ausgeschalten. Denkt dran, wenn ihr entsprechende Mikrofoneingabe haben wollt oder das Desktop Audio aufnehmen wollt, baut das wieder ein. Das geht hier über diese Buttons. Das heißt, hier kann ich einfach sagen, okay, Ton an, Ton aus. Ich möchte zunächst erstmal die Kamera einfügen. Das heißt, wir gehen auf Quellen hinzufügen, Videoaufnahmegerät, wie auch immer es nennt, also Kamera. Zack, jetzt wird er schon vorgeschlagen. Hallo, ich bin ja da. Die Webcam, die ich habe, die kann ich erstmal bestätigen. Das heißt, wir haben hier oben schon mal uns zum Verschieben als Webcam.
Nicht im richtigen Bildschirm, ich hoffe es doch. Und im nächsten Punkt wollen wir einen Filter einbauen, weil wie gesagt, wir wollen den Hintergrund, den grünen, rausblenden. Wir gehen auf Filter. Der Chroma Key ist ein Effektfilter. Das heißt, wir können bei Effektfiltern auf das Plus gehen und fügen einen Chroma Key hinzu. Wie gesagt, hier gibt es ganz viele andere Optionen. Also LUT beispielsweise verändert die Lichtwerte. Das heißt, ihr könnt auch hier für eine andere Beleuchtung sorgen, nachträglich etc. Wir wollen erstmal was den Chroma Key einfügen. Den könnt ihr auch Chroma Key nennen. Und da ist die Farbe schon auf Grün eingestellt. Hier könnt ihr auswählen zwischen Grün, Blau, Magenta oder Custom. Das heißt, ihr könnt auch sozusagen selbst einen Farbcode auswählen. Wir bleiben natürlich jetzt bei Grün. Hier habt ihr einen Ähnlichkeitsregler. Hier könnt ihr noch hochregeln, wie stark der rausfiltert. Das heißt, ihr könnt das eben extrem hoch machen. Dann ist kaum noch was zu sehen. Oder entsprechend weit runter. Das heißt, dann ist das Grüne wieder da. Das heißt, wir wollen eigentlich auf dem Stand von vorhin, das heißt bei 400 ist der normal. Da sehen wir schon alles schön ausgegraut. Wir haben da noch einen weißen Rand, das ist die Wand. Das ist natürlich nicht so schön, aber das zeige ich euch wie das rausgeht. Zack, wir sehen jetzt schon, alles gut. Wir haben hier einen transparenten Hintergrund und wie gesagt die weißen Ränder. Nächster Trick. Ich möchte jetzt meistens eine Präsentation oder irgendwas anderes einbauen. Ihr könnt auch ein Bild in den Hintergrund einfügen. In dem Fall habe ich einfach mal mein Zimmer aufgenommen, als ich das umgebaut habe hier. Das heißt, ihr könnt auch sagen, okay, ich nehme halt ein Zimmer. Ja, jetzt sehen wir schon, okay, irgendwie die Kamera ist weg. Die ist natürlich in der Reihenfolge verändert worden. Da bin ich wieder. Hallo. Und jetzt ist der Spaß, ihr könnt euch einfach größer skalieren. Das heißt, in der Position verändern und beispielsweise etwas. Na. Entschuldigung, ich habe das UI von meinem Windows verändert, deswegen ist es gerade ein bisschen eklig mit der Steuerung. So. Jetzt sitze ich wieder in meinem Zimmer. Andere Option wäre natürlich, ihr könnt eine Quelle einfügen, wie beispielsweise eine Fensteraufnahme. Dann könnt ihr eben hier im Hintergrund auch eine Präsentation laufen lassen oder eine Bildschirmaufnahme etc. Das heißt, wenn ich hier jetzt beispielsweise meine Slides mit einbaue, dann habe ich die im Hintergrund einfach mitlaufen und kann auch da sozusagen mich wieder in den Vordergrund schieben und würde quasi mich selbst in die Präsentation einbauen. Immer noch die weißen Ränder. Die wollen wir jetzt auch loswerden. Ihr könnt allgemein den Ausschnitt der Kamera hier einrücken, indem ihr mit der gedrückten Alt-Taste auf den Rand geht. Das heißt, ihr könnt jetzt hier sagen, gedrückte Alt-Taste und den Rand ranschieben. Das heißt, hier könnt ihr wirklich dafür sorgen, dass nur ein bestimmter Bildausschnitt von euch sichtbar wird. Ja, oder man klickt auf den Rand, jetzt versaut man es. Ja, nochmal. Die Windows-Auflösung ist echt nicht schön gerade. Also ja, nächster Trick, wenn ihr irgendwie den Fokus verliert auf das richtige Objekt, ihr könnt hier oben die Objekte auch einfach auswählen, indem ihr sie anklickt. Dann habt ihr den Auswahlrahmen wieder schön. So, und jetzt habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch quasi da so zu positionieren, wo ihr euch haben wollt. Das heißt, euch noch kleiner zu ziehen. Ihr könntet hier entsprechend noch Bilder einfügen, beispielsweise einen Rahmen drumherum ziehen, der innen transparent ist. Oder ihr müsst ja gar nicht innen transparent sein. Ihr könnt ja sozusagen euch selbst einbauen. Bei den Kamerafiltern könnt ihr auch, ne, im Chroma Key Filter beispielsweise, die Deckhaft reduzieren. Das heißt, ihr könnt auch hier dafür sorgen, dass ich transparenter werde im Video. Das heißt, hier im Hintergrund sieht man es schön, ich werde im Video transparenter. Da könnt ihr auch mit rumspaßen und rumprobieren, was ihr dafür braucht. Also sprich, wenn ihr irgendwie sagt, ihr wollt ja so ein Objekt haben, was so nicht ganz sichtbar ist, geht das genauso gut. Ja, oder entsprechend, wenn ihr euch natürlich noch grün anzieht, dann werdet ihr auch mit, also sozusagen die Klamotten von euch mit ausgeblendet. Ihr habt dann quasi bloß einen entsprechenden Kopf damit drin. Deswegen meine ich, es macht unglaublich viel Spaß, hier mit rum auszuprobieren. Macht das gerne. Jetzt noch was Schönes, weil sozusagen, das sind jetzt die Grundlagen, jetzt könnt ihr damit richtig rausprobieren.
OBS bietet darüber hinaus noch eine schöne andere Funktion. Und zwar gibt es ein Add-on da quasi dafür. Das heißt virtuelle Kamera. Das heißt, wenn ich oben auf Werkzeuge gehe, ich habe die Virtual Cam schon installiert, dann kann ich nämlich hier im Autostart, also ich kann Autostart starten lassen, ich kann es auch lassen, ich kann jetzt hier die Kamera starten. Ich habe ihm gesagt, Target-Kamera, OBS-Kamera. Ich werde gleich die Bildschirmpräsentation beenden und vorher nehmen wir uns mal wieder das Video von hier oben und schalten die Kamera von Zoom auf die OBS-Kamera um und gucken uns gleich mal an, ob das funktioniert. Bis gleich in dem Zoom-Fenster. Kamera wieder an. Und da bin ich. Hallo. Was ihr jetzt seht, ist natürlich, ihr habt eine fette Verzögerung mit drin. Das heißt, dadurch, dass das Ganze natürlich in dem Programm erstmal umgearbeitet werden muss, verzögert sich Bild und Ton. Deswegen tue ich euch das jetzt nicht lange an, sondern schalte es gleich wieder aus. Aber so prinzipiell könnt ihr natürlich, wenn ihr eine Aufnahme macht, ist das ja vollkommen egal, wie synchron das ist. Ihr könnt ja auch das Mikrofon als extra Quelle in OBS mit einbauen. Das heißt, ihr habt hier jetzt eine Möglichkeit, eine Präsentation zu kommentieren. Ihr habt euch selbst mit drin, in der Transparenz oder in voll und habt im Hintergrund keine störenden Effekte dazu. Das heißt, ihr habt sozusagen hier die Möglichkeit, das Bild so weit wie möglich zu beeinflussen. Und wie gesagt, ihr habt im Prinzip nicht die Notwendigkeit, dass ihr jetzt sagt, ihr müsst ganz, ganz dringend auf ein Greenscreen zurückgehen. Ich gehe nochmal auf die Präsentation. Ich habe nämlich noch was anderes. Genau, wir haben nämlich unter anderem auch bei uns rumgespaßt. Also allgemein Dinge, die wir heute gelernt haben. Wir haben eine Quelle mit Videoaufnahmegerät, können in den Kameraeinstellungen den Filter Chroma Key aktivieren. Wir können virtuelle Kameras nutzen, können in den Einstellungen entsprechend auch die Transparenz verändern, entsprechend die Farbsättigung quasi hochdrehen etc. Und wir haben das Ganze mal beim EduCamp ausprobiert gehabt mit einer blauen Decke und das sah dann quasi so aus. Das heißt, wir hatten dann im Prinzip aber nur die blaue Decke hochgehalten und man sieht auch hier sehr schön, es funktioniert. Also eine blaue Decke geht genauso gut. Das war der blaue Filter im Prinzip. Und wir haben hier die Möglichkeit, auch einfach mit der Decke, die wir da haben, vielleicht in einer Farbe, die im Hintergrund aufzuspannen. Das heißt, ihr könnt niedrigschwellig jetzt schon mal ausprobieren. Nehmt euch irgendeine einfarbige Decke, baut diese Farbe als Farbcode ein und probiert erstmal aus. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr dann wirklich noch sagen, vielleicht kaufe ich dann mal Stoff. Vielleicht gehe ich dann mal in dieses große schwedische Möbelhaus oder ich kaufe bei A von A bis Z ein oder gehe in den Stoffladen meiner Wahl oder ich gucke mal, was ich so im Schrank habe, was vielleicht einfarbig ist. Da fängt es schon an. Und je mehr ihr an Professionalität reinstecken wollt, desto teurer wird es. Ja, das war ein super kurzes Input. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen.